Oh ja! Oh ja! Oh, ich liebe den Abend vor Silvester. Suppen! Oh, was eine geile Party. Ist wieder keiner hier im Club. Naja, ein bisschen traurig ist es ja schon. Papa ist echt immer ziemlich einsam. Aber egal. Ich habe ja zu Hause ein Kind, an dem ich alles auslassen kann, ne? Der Schatz Lukas. Ach Gott, das sind bestimmt die letzten Partygäste da vorne. Naja, gut. Ah, es ist der 30. Ne, der 31. ist sogar schon. Es ist Silvester. Ach Mensch, da hat der Papa auf jeden Fall Lust drauf. Ich muss nochmal ganz kurz hier... Hallo? Hallo? Wer bist du? Wer bist denn du, Alter? Ja, ich wohne hier. Verpiss dich aus meinem Haus. Ich bin besoffen. Hau ab. Wichser, ey. Fuck, ich hab irgendeine... Lukas! Lukas, ich glaube, ich hab... Lukas? Lukas, ich glaube, ich hab unten einen Freund von dir umgebracht. Ach nee, ist unwahrscheinlich, dass du... Stein, ich glaube, ich hab einen Freund von dir unten erschossen. Lukas, erzähl mir doch, dass du Freunde hast. Es ist Silvester, wirklich. Papa, ist Alf krank? Stein, geht's dir gut? Alfi? Papa, Ja, komm, dann schaff mal drauf, okay. Egal. Lukas, ich weiß nicht, dein Freund, der... Ja, ist egal. Hallo? Willkommen. Wer sind Sie denn jetzt? Das ist meine Lehrerin. Was? Oh, da ist ja der Lukas, der seit 3 Wochen die Schule schwänzt. Was machst du, Lukas? Ich hatte einen Job. Und du hast mir von dem Geld nichts abgegeben, du kleiner Dreck. Lukas, du hast mir von dem Geld abzugeben. Wir haben doch... Lukas, dealst du Drogen im Park? Ich kann diese Art der Erziehung nicht unterstützen. Moment, ganz kurz. Sie sehen doch hier, dass hier 2 sehr gesunde Kinder wohnen. Der Alphastein, der ist in Topform. Schauen Sie sich mal an. Ja, der leidet an brutalster Skoliose, aber nun gut. Nee, Moment. Du musst jetzt, doch deine... Also ganz kurz. Jetzt ist es Silvester. Ich will mich jetzt erstmal hier richtig zusaufen. So, und dann... Dann werde ich... Ah, sie trinken auch. Sehr gut. Wacholder-Schnaps sehe ich gerade. Ja, aber nur reinstes Fosswasser, wenn ich bitten darf. Ah, die Fresse jetzt. Also, wie gesagt, Sie sehen, meinen Kindern geht super. Besonders dem Stein, der ist echt topfit. Ich muss ganz kurz meinen... Also, ich habe einen Bruder, der ist... der steht momentan auf der Watchlist vom FBI und so. Den gehen wir jetzt kurz abholen und dann diskutieren wir weiter, ja? Oh, da vorne hat Papa noch ein Schnäpschen liegen. Haha, Alkohol, Alkohol. Frau Lehrer, wenn Sie vielleicht so nett werden und die Schrotflinte... Lukas, lass die Schrotflinte hier liegen, sonst schieße ich dir. Schnäpschen hier. So, einer für dich, Lukas. Mein lieber Lukas, du hast noch Stunden nachzuholen. Ansonsten wirst du das nächste Jahr nicht stehen. Ist dir das bewusst? Ach, der aus dem Jungen wird doch eh nichts, Alter. Aus dem wird doch eh den blöden Bastard. Der ist doch eh ein hoffnungsloser Fall. Ich bin schlau, Papa. Die Fresse. So. Ich mache mir eher Sorgen um die Skoliose ihres Sohns. Ach, das läuft super. Sie kennen doch den Alphastein. Der ist in der besonderen Special-Ed-Klasse. Das passt. So, dann gehen wir jetzt kurz meinen Bruder abholen. Dann feiern wir Silvester, Frau Lehrerin. Sind Sie die Schulleiterin oder was sind Sie? Ich bin die Schullehrerin. Ja, der Schule furzt mir ins Gesicht. Ja, ganz genau. Bitte? Ach, ist mir auch egal. Ich bin komplett betrunken. So, dann gehen wir mal den Rainer abholen. Rainer! Der Rainer, das ist nämlich mein Bruder, der baut nämlich gern Bomben. Ist genau der richtige Mann für ein paar Knaller an Silvester. Rainer, mach mal auf hier. Rainer, ich bin's. Komm rein, zoffen. Oh, Rainer, so ein Trinken erstmal oder auf die Bruderschaft. 1, 2, 3, Rainer. Kabum. Papa. Was denn? Oh, der Rainer hat Graffiti gesprüht mal wieder. War doch nicht in seinem eigenen Wohnzimmer. Hey, Rainer. Pass mal auf. Rainer, hast du es selber gemalt? Kreis. Die Kinder. Lukas! Was stinkt? Sie sehen, dass die Kinder in der besten Gesellschaft sind. Sie sehen, dass es den Kindern gut geht. Ja, so, wir gehen jetzt noch ganz kurz die Silvesterknaller holen. Oh, Rainer. Oh, das sind ja eine Menge Knaller. Nicht dem FBI Bescheid geben oder der Polizei. Das ist alles. Rainer, da möchte ich aber auch einen haben. Rainer, nimm dir mal kurz, gib mal hier ein paar Knaller aus hier. Rainer, nein! Rainer! 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 Die sind ja total verrückt! Rainer? Ich muss das leider dem Jugendamt melden, ich komme nicht raus. Mein Haus! Rainer, ich nehme mir auch mal ein bisschen was dann. Rainer, hör auf, okay? Also, wie gesagt, Frau Lehrerin, wo rennen Sie denn jetzt hin? Hallo? Ich möchte das dem Jugendamt melden, was ich da gerade gesehen habe. Nein, bitte. Ihre Kinder sind total verwahrlost. Nein, mein Onkel, mein Bruder und ich kümmern sich, oder Rainer? Rainer, bitte tu das weg, Gott. Rainer. Rainer, bitte komm, hör auf, Rainer. Ruf die Polizei. Lukas, komm jetzt los. Ich will das nicht. Ach, Ruhe jetzt. Nee, Frau Lehrerin, warten Sie mal. Komm, nee, kommen Sie mal bitte zurück, ich hab was für Sie. Also, wir klären das jetzt einfach anders. Gucken Sie mal, ich kann jonglieren und ich hab da noch was für Sie, hä? Hier.
Na? Ist das etwa eine Art, mich zu bestechen? Frau Lehrerin, Frau, wie heißen Sie überhaupt? Mir leider gar nicht. Dann feiern wir doch einfach alle Silvester zusammen in der Schule. Ich meine, mein blöder Sohn Lukas muss eh nachsitzen. Der Stein, geht's dir gut? Stein? Ich denke, ich muss Ihnen auch ein bisschen was über Biologie beibringen, denn Sie sollten sich nicht mehr fortpflanzen. Ach, da haben Sie vollkommen recht. So, dann gehen wir nochmal hier. Lukas, du musst hier nachsetzen. Rainer, setzt du dich hier kurz mit dem Stein hin und ich kläre das hier kurz mit der Lehrerin, ne, das, hier. Alle hinsetzen, bitte, Kinder. Wer bist du denn? Hä? Hey! Keine Neuen. Beruhig dich. Hey, was geht? Basti, bitte auch du. Frau Lehrerin. Ja, Basti? Der ist jetzt aber nicht hier dabei, oder? Doch, leider, Basti. Ich muss euch leider alle unterrichten. Der stinkt. Du bist... Oh mein Gott. Rainer! Kinder, was habe ich euch über Hygiene erzählt? Rainer, alles gut, Rainer. Alles gut, Kinder. Ich sauf mir kurz ein. Rainer, nee, nicht in der Schule. Rainer, hör auf, Rainer. Rainer, vorsichtig, ja? Kinder, also, bitte alle auf die Stühle einmal, bitte. Komm, Rainer Stein, kommt ruhig mal rein. Wir schauen uns das ganz was an, dann feiern wir später zusammen hier Silvester. Also ich möchte auch mal kurz mitgucken, was hier so unterrichtet wird. Das gibt's auf die Fresse. Ey, ich helfe dir. Sollen wir das Opfer klatschen? Ey, auf geht's. Ja, gleich. Nicht jetzt. Warte. Oh, Lukas, ich wäre froh. Oh nein! Okay, wir brauchen ihn nicht. Er wird sowieso nicht lernen. Eigentlich wollten wir heute mal ein bisschen Mathe durchnehmen und mit Analysis anfangen. Aber ich würde sagen, wir fangen heute mit Biologie an. Dann erzählen Sie uns doch mal bitte, wie verbindet man den richtig? Zwei. Ja! Also der Rainer, der war immer auf der besonderen Schule, müssen Sie wissen. Muss sagen, ich habe Rainer, meine Rente. Rainer, es ist noch nicht Silvester, es ist noch nicht so weit. Ja, super. Ich habe Angst um meine Rente, ich werde sterben. Nee, ganz kurz, also. Rainer. Stein, wirklich, es wäre echt an der Zeit, dass... Ich kann da nichts für. Also meine Basti, du bekommst jetzt einen Auftrag von mir. Okay. Bitte töte sie alle. Nee. Ich möchte nicht, dass solche Menschen sich weiter fortbewegen. Nee, warte mal ganz kurz. Basti, du brauchst nicht alle töten. Alles gut, wir trinken jetzt erstmal einen. Basti, du bist ja auch schon alt genug, um Schnaps zu trinken, oder? Bin aber erst 12. Gib das dem Basti! Ich sauf auch! Lukas! Gib das dem Basti! Also folgendes, wir gehen jetzt, lassen Sie der Kirche feiern, ne? Der Pfarrer ist eh nicht da und ich meine, viele sehen ja auch Gewalt da drin. Anhand, Lukas, ich bitte dich, wenn aber du in der Nähe bist, müssen ohne Sprengstoff. Ja, später dann, wenn Silvester ist, Frau Lehrerin, ne? Frau Zwiebelhofer. Sagen Sie das, Zwiebelhofer, gut. Dann sagen Sie das Ihren durchgeknallten Onkel. Ich würde ganz kurz Rainer mal nach vorne bitten. Rainer, du hast doch immer was silvestermäßig Ständchen vorbereitet, komm mal her. Einmal mal zuhören, das wird richtig, richtig schön, kann nur gut werden. Rainer! Okay, Rainer, bitte. Los geht's. Rainer, nee! Rainer, tu das weg, Rainer. Rainer, möchtest du nicht vortragen, was du damals an Silvester letztes Jahr schon gesungen hast? Den Tanz und den Song? Ja. Silvester. Frau Zwiebelhofer, das ist doch ein schönes Silvester, oder? Das war das Schönste, was ich jemals gehört habe. Basti, hat's dir auch gefallen? 2 Punkte. Basti, nicht schlecht. Rainer! Nicht in der Kirche! Rainer, bitte! Das ist der einzige Veranstaltungsort! Rainer! Rainer! Okay, könntet ihr vielleicht aufhören, meinen Bruder ständig in Luft zu sprengen? Die Krankenhausrechte sind wirklich teuer. Basti, erzähl doch mal ganz... Lukas, hör auf hier zu flexen, das ist echt lächerlich. Basti! Ich erzähl dir gar nichts, du stinkender Penner. Basti, bitte. Wir sind doch beide gegen... Hallo! Das hat mir sehr gefallen. Grammatikalisch korrekt. Basti, wir sind doch beide gegen den Lukas, oder? Ja. Ja. Ja, wir haben nicht nur Bänder geknallt. Nein. Rainer! Pass doch bitte auf, Basti, pass auf Folgendes. Ich werde dir... Das ist ja schon lustig hier, aber ich muss ziemlich dringend mal kacken. Okay, Basti. Basti, dann geh kurz, ich, Frau Zwiebelhofer, wenn wir gleich kurz nach oben gehen können, kommen Sie mal her. Lukas, ich geh kurz mit deiner Lehrerin, du kannst ja mit dem Rainer abhängen. Frau Zwiebelhofer, kommen Sie mal ruhig hoch hier. Ich will gar nicht, dass Sie so eine romantische Ader haben. Ach, Frau Zwiebelhofer, ich muss Ihnen schon immer mal sagen, eine Frau wie Sie, die hat mir im Leben gefährdet. Und jetzt geht hier gerade die Sonne unter und wir feiern bald gemeinsam Silvester, das kann doch nur schön werden, oder? Aber allerdings haben Sie hier übrigens auch Luftballons. Also Rainer! Rainer! Oh mein Gott, was macht der denn schon wieder hier? Papa, was machst du hier? Raus oder schießt er in den Kopf?
Aber hier kommt man nicht raus. Ah! Runter jetzt mit dir, also. Rainer! Frau Zwiebelhof. Oh nein! Rainer, bitte! Ach Gott. Rainer, es ist doch nicht Silvester. Hör doch endlich mal auf. Wer zu früh böllert, der kommt auch zu... Frau Zwiebelhofer, ja, was ich sagen wollte, ja. Was ich sagen wollte, Sie sind einfach eine Frau und ich bin ein Mann und ich habe da was Kleines für Sie vorbereitet, ein kleines Ständchen. Ich bin ein begnadeter Spieler, mich oder? Mach ganz wuschig! Oh Mensch, da muss ich gleich mal... Ja, du geile Sau! Okay, Frau Zwiebelhofer, es ist ja jetzt gleich schon Nacht, da würde ich sagen, gehen wir mal runter mit den Jungs böllern und danach wird noch was anderes geknallt, Frau Zwiebelhofer. Und zwar fallen da einige Geschichten von der Zwiebel, da fallen die Hobel und die Späne, würde ich sagen. So, wo ist denn der Basti? Basti! Put your hands up! Rainer, bitte hör auf. Kommt, es ist gleich Silvester, wir müssen nur noch runterzählen. Feuerwehr! 10! Woo! 9! 8! Rainer, hör auf! 7, Rainer, 6! 6 5! 6, Rainer! Hör bitte! Rainer, die Stadt! 3. Rainer! Ach Gott, Rainer! Eins! Frohes Neues, Papa! Ja, frohes Neues! Lukas, geh nochmal ganz kurz in die Kirche rein! Frohes Neues, Kirche! Frohes Neues, Papa! Lukas! Frau Zwiebelhofer, einmal kurz beiseite gehen! Oh, ja! Und schon sind wir allein! Das war ein echt schönes Silvester, oder Frau Zwiebel? Wer kommt denn da? Hallo! Oh nein! Rainer, jetzt ist... Nein! Okay, Frau Zwiebelhofer, wir beide verstecken uns hier vorne und lassen uns von den anderen gar nicht erst hier die Stimmung versauen. Ach, Frau Zwiebelhofer, auf geht's im Abstellraum. Haben Sie hier denn auch Luftballons? Rede von Gummis. Das war's. Ich wünsche allen einen frohen guten Rutsch ins neue Jahr. Schaut bei Evive, bei Mo, bei Schmocki, bei Alphastein, der irgendwie in dieser Folge gar nicht mitgespielt hat dabei. bei... Gnu. Das war's vom Husto Daddy Silvester Special. Absolut bombastisch, kann man nicht anders sagen. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.